So, willkommen zurück zu Regame Pokémon Blattgrüne Edition. Ich bin euer Double Archer. Man sieht mich auch manchmal auf Hönig.de. Heute aber nicht. Ich bin auf meinem eigenen Kanal unterwegs heute. Und wir spielen. Ja, wir sind hier in Orania City. Und. Ja, im letzten Part. Sind wir hier in Orania City angekommen. Haben wir uns noch das Fahrrad geholt. Und werden jetzt erstmal, bevor wir weitermachen, die Pokémon hier aus dem wilden Gras fangen. Oh, Sandan. Fußkick. Ich muss nämlich, wie ihr wisst, wie ihr sicherlich wisst, muss ich ja mein Pokédex etwas füllen. Und hier tauchen auf Sandan, Habitak und Tomato oder Rettern? Rettern. Tomato. Mega Hieb. Zack. Oh. Fertig Session. Zack. Nein. So. Können wir wunderbar wieder nach unser Mankey heilen. Komm, geht da rein. Fettes Schwein. Auf jeden Fall haben wir euch in diesem Part vor. Also dieser und der nächste Part werden wahrscheinlich etwas länger. Wobei ich noch nicht weiß, wie ich es gestalten werde. Ich weiß es noch nicht, ob die länger werden. Man wird sehen. Machen wir erstmal die obere Hälfte. Hast du Lust mit mir zu kämpfen? Na klar, habe ich Lust. Bam, 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 bam. Oh, ein Rettern von Henry. Oh, 21. Liebes bisschen, Mann. Dum, ba, da, da. Oh, geht daneben. Zack. Ah, Ernst. Oh, hört auf, mich alle zu vergiften. Mann, das ist nicht fair. Hey, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich geheilt habe. Das sollt ihr nicht euch antun, ey. Tju, schnell mal hier rein. Babababam. Es ist nicht leicht, hier zu bestehen. Die NSN ist auf jeden Fall leichter, aber ob ich es hinterher oder früher mache, ist ja auch relativ egal, sag ich mal. Karateschlag. Zack. Fall auf die Nuss, Mann. Kratzer. Oh nö. Ich hoffe, ihr trefft. Trotzdem. Ding, level up. Zubat! Okay. Zubat! Los, Hayu. Zubat! Hey, lass ihn in Ruhe. Zubat! Ja. Los, Hayu. Donnerschlag. Blub. Zack. Es hat überlebt. Die Attacke ging daneben, sehr schön. Zock. Junke. Ja, du hast eine schwache Pokémon. Wir wissen es alle. Nur du nicht. Okay. Deine Pokémon müssten bereit sein. Schön für deine Pokémon. Nidoran. Männlich. Wie ich manchmal nicht weiß, ey. Ich Pokémon habe ich noch dabei. Gar kein Smackbo oder so, ne? Ja, es ist. Tragisch.
Zack. Oh, voll ausgenockt. Haha. Was mache ich jetzt? Eigentlich hätte ich Pikachu einsetzen müssen. Egal. Schnabel. Katze. Du. Kratzer, sage ich so. Oh komm. Jetzt wollen wir mich aber auch hier auf die Wutprobe stellen. Nido, Hino. Kratz. Energiefokus. Kratz. Oh. Ching, level up. Welche Attacke wollte ich nochmal weiterentwickeln? Ich weiß es nicht. Bei der nächsten, die es lernt, auf jeden Fall. Ja, das Inventar ist ja blöd. Ich würde was anderes außer. Ach, Supertrank habe ich gekauft. Sehr schön. X-Abwehr. Na, was willst du? Wettkämpfe, ich kann ihn nicht widerstehen. Ding, 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 ding. Knuffenser. Mega Hieb. Katsch. Oh, reicht sogar fast aus. Umwickelt. Komm schon, Anne. Nochmal Mega Hieb. Boo. Miraplan, natürlich, da gehe ich auf Markus. Zack. Flup. Ich meine, wegen Pflanzegift, ne? Vierfach Effektivität ausnutzen. Benchdose. Ernsthaft? Jetzt kommt er mit Stachelspore. Pump. So, was Unnötiges überspule ich mal. So, Gegengift, okay. Okay. So, N. Muss jetzt gegen Magnetido und Magneton kämpfen. Weil ich bin ja sehr effektiv, weil die ja Stahltypus sind. Hasso. Mechaniker Hasso. Ich hasse ihn so. Hasso, Charakterschlag. Zack. Fahr auf die Nuss. Er hat überlebt. Geht daneben. Schon wieder. Fußkick. Wow. Wollen wir mal den Tag zu Fußkick angucken, ob er eine höhere Verteidigung oder mehr Gewicht mit Fußkick mehr Damage macht oder so. Ne, sieht nicht so aus. Dank. Ultraschall. Karatteschlag. Bling. Level up. Und als nächstes kommt Magneton in den Kampf. Oh, auch Level 18. Krasch. Oh, über die Hälfte. Ah, Superschall geht zum nächsten Leben. Und nochmal Karatteschlag. Zack, bumm, Volltreffer. What? Janika, so. Oh, der Funke ist übergesprungen, ja. Das hast du dir wohl so gedacht. Okay, hier kommen Wasser-Pokémon. Ah, ich glaube, ich gehe mit Zeddy rein. Versuche dein Glück gegen mich. Ja, das andere habe ich auch nicht vor. Zack, 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 zack. Ich spiele auch den ganzen Tag nur Pokémon, ne? Aber leider habe ich. Ich habe mir Pokémon X geholt. Und extra ein 3DS dazu. Im Dezember. Wir haben ja jetzt ja nur. Also vor einem Monat habe ich es mir geholt. Und,
habe schon seit ein paar Wochen nicht mehr gespielt, weil ich nur noch am Pokémon aufnehmen bin für Blattgrün, Blattplatin, weiß die Edition, den Hardgold, Perle. Ich brauche mal eine Pokémon-Pause beim Let's Play. Ist natürlich schwierig, wenn man drei Pokémon-Projekte am Laufen hat. Aber wobei natürlich eins davon glücklicherweise demnächst zu Ende geht. Dann sind es nur noch zwei von drei. Also eins hier. Und eins auf Hönig. Den. Ganz schön, ja. Sarah muss trainiert werden. Ich möchte Sarah trainieren, damit sie natürlich zu Nidoqueen werden kann. Damit ich mit ihr die zweite Arena machen kann. Die dritte. Dennis. Dennis! Heideltraut. Double Kick. Ich war auf Double Kick, ne? Kann ich auch nutzen. Herr Magnetilo. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ist doch gar nicht so verkehrt. Donnerwelle, ja, toll, ey. Was soll ich jetzt davon? Zug. Fehlgeschlagen. Dankeschön. Heiler. Flop. Und ein Crank. Weil ich keine Lust habe zu laufen. Und weil ich Crank bin. Komm jetzt, Feuer-Pokémon. Ich habe noch nie gewonnen. Wär's auch diesmal nicht. Opa. Opa, Alter. Tak, 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 tak. Hallo. Habe ich ein Wasser-Pokémon? Mankey. Ach nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht Mankey nennen. Obwohl du ein Mankey bist. Woolpix! Ja, Wasser-Pokémon fehlt mir natürlich noch, aber das gibt es erst in der kurz vor der vierten Arena. Bleib einfach N drauf. Zack. Ich glaube nicht, dass Woolpix Brüller kann. Komm, das überleben wir alles. Zack. Woolpix ist K.O. Und dann kriegt einen Level up. Bin ich wieder froh. Tudu, Mexiko. Tingapo, Mexiko. Das war so dämlich früher. Warum hat man das gesungen? Was hat das für einen Sinn gehabt? Dadalai. Warte, wir hatten Wasser, wir hatten Pflanze, wir hatten Feuer. Ja, dann schmetter ich mal deine Siegesserie runter. Elektro. Das vierte Element, wenn man Pokémon spielt. Nach Wasser, Feuer und Pflanze, natürlich. Da man ja natürlich auch sowieso schon Pikachu bekommen kann. Also man, es ist ja möglich. Kriegt der Pikachu, kommt der Pikachu in der gelben Edition, somit ist gar nicht so abwegig, dass es diese vier Elemente gibt bei den Spielern hier auf dieser Route. So, Sarah. Es gibt immer ein erstes Mal, ja schön. Allerdings wird Sarah dann noch etwas überpowered sein, wenn ich mit der MSN und alles fertig bin. Aber das soll mir keinen Abbruch geben. Zack, zack, zack. Valentin. Hi, Sarata. Bist du ein Teenager? Valentino. Ach ja. Will ich jetzt nicht behaupten. Das ist wahrscheinlich so 5-6 Jahre älter als ich. Bin 23. Falls es überhaupt hinkommt. Wahrscheinlich ist er schon. Ich finde nichts Falsches da. Ich glaube, Kronk und Sarata sind
durchaus schon älter. Ich glaube, Tobi und Dennis sind so ungefähr mein Alter. Aber genug von den anderen. Ich bin hier die Macht. Ey, Radikal! Warum bist du nicht vergiftet durch meinen Giftdorn? Sag! Ich glaube nicht, dass das erste Mal, dass ich Nidoking oder Nidoqueen in meinem Team habe. Oh, Biss. Das ändert natürlich alles. Machen wir mal Umschlag weg. Ich müsste mal Dellei. Biss. War das die Attacke? Nee. Oder? Ich lerne das. Ich guck mal eben schnell nach, ne? Bis gleich. Unterbrechung. Ja, kurze Unterbrechung. Es ist Zeit, das zu tun, worauf ich Lust habe. Es hat Biss gelernt. Danach erlernt es keine Attacke mehr außer Knirscher. Das kann ich aber, glaube ich, später mit den Attackenlerner beibringen oder so. Falls es das gibt hier in dem Spiel. Ansonsten muss ich die Attacken beibringen, die es lernen kann. Den bekomme ich wahrscheinlich später noch an der Siegestraße, oder? Body Slam. Oh yeah. Body Slam ist super. Kann ja auch paralysieren, ne? Ja, das ist das perfekte Level zum Weiterentwickeln. Man hat den Biss und Body Slam. Hat dann noch eine Kampfattacke und. Ja, ich kann ihm erstmal vorübergehend. Ihr. Entschuldigung. Vorübergehend. Das kann Aquarelle lernen, ne? Schaufler beibringen. Was? Pikachu kann Schaufler? Okay, Sarah bekommt aber Schaufler. Für Giftstachel. Giftstachel kommt weg. Ich habe ein neues Hintergrundbild auf meinem Desktop. Und ja, sieht meine Maus nicht mehr. Felsgrab. Sieht denn der Angriff? Wie sehen denn die Werte von Nidoqueen aus? Hartes Wesen. Spricht eigentlich einen Angriff, oder? Spricht einen physischen Angriff. Dann machen wir mal hier noch Wertigkeit. Body Slam an erster Stelle. Wohl eigentlich Schaufler, ne? Ja, doch, so passt das. Ganz gut. So, wenn wir gerade dabei sind, das hier noch mal schnell. Karate Schlag kommt an erster Stelle. Mega Archiv Fußkick Silberblick. Zack. Rucksack-Hieb. Ja. Schnabel, ja. Sehr praktisch. Na gut, ja, dann kann ja Sarah wieder weg, ja. Taiyu, du kommst mal nach vorne. Brauchen wir auch bald ich glaube 24 oder so. Kai, glaube ich, ob Pikachu schon weiterentwickeln hat, das glaube ich auch, Blitz erhalten. Detektor, jo. 24 verschiedene gefangen. Wäre blöd. Ich brauch. Fick dich! Okay, nochmal die Chance auf Nido.
Katharina. Sie doch, genau. Hi, Relaxo. Ja, wenn man Relaxo wegmacht, dann ist unter Relaxo nochmal Überreste. Mit dem Diktator allerdings noch findbar. Ich kann mal kurz aufschreiben hier. So. Dann fahren wir dann mal schnell zurück. Ich glaube, wir sind ganz gerüstet jetzt für die nächste Arena. Allerdings, um in die Arena reinzukommen, brauchen wir ja zwei Schneider. Und, da wäre es schon nicht schlecht, wenn man vor auf die MSN geht, ne? Das klingt irgendwie logisch, oder? Verdammt, ich wollte doch erst speichern. Egal. Ey du, bis zum nächsten Mal. Ciao.